Unser Künstler ist Kurt Schwitters und sein kleines Seemannsheim. Kurt Schwitters wurde 1887 geboren. Er hat Kunst von 1908 bis 1914 in Hannover und Dresden studiert. Er hat in Hannover als Werbegestalter, Grafiker und Typograf gearbeitet. Er wurde im frühen 20. Jahrhundert berühmt. Er war ein freier Künstler der Dada-Bewegung. Sein Werk ist individualistisch und vielseitig. Sein Werk umfasst Malerei, Bildhauerei, Typografie, Grafik, Kunst und Poesie. Schwitters nannte sein Werk März. Es war sowohl eine Lebensweise und ein persönliches Markenzeichen. Schwitters Galerie mit Bau wurde ständig verändert und wuchs ständig. Es war das Konzept eines Spaziergangs in der Collage, mit Höhlen, Spalten und Objekte gefunden. Schwitters wollte, dass seine Arbeit eine kreative Inspiration während der Folge des Ersten Weltkrieges sein. Mit Zeitungsfetzen und Müll, die er gesammelt, hat Schwitters etwas schon geschaffen. Viele seiner Montagstücke sind noch einige der größten Werke der modernen Kunst. Er wurde in den 1930er Jahren international erfolgreich. Er ist 1948 gestorben. Kurt Schwitters war als ein Dadaist bekannt. Für uns diese Erklärung zu verstehen, müssen wir zuerst lernen, was Dada ist. Dada ist die Name einer künstlerischen Bewegung, die als Antwort auf den Ersten Weltkrieg begann. Das Wort Dada ist als Unsinnwort beschrieben. Die Künstler beteiligen in dieser Bewegung, benutzen ihre Kunst als ein Protest gegen das Chaos, den Unsinn und die Zerstörung des Kriegs. Diese Bewegung hat nicht nur gegen den Krieg protestiert, aber auch Gesellschaft. Sie hat nicht versucht, etwas zu schaffen, das schön zum Augen war. Dada war eine Geisteshaltung. Es war die erste Begriffskunstbewegung, wo der Fokus der Künstlers nicht bei fertigen ästhetisch war, aber sie wollten das Gesellschaft, die Kunst und die Rolle des Künstlers befragen. Sie wollten, dass es nichts gemeint hat. Sie wollten Gesellschaft provozieren, Fragen zu stellen. Dada war nicht nur eine Sehkunstform, aber auch Audio und Pose. Kurt Schwitters hat alle Formen benutzt. Hier kann man ein bisschen hören. Kurt Schwitters spricht Teile seiner Sonate mit Urlauten. Du ka rinzek de bibi hinskrmü ziu hinze ziu rinskrmü raket de bibi rum de to ziu hinze ziu hinskrmü ziu hinze ziu rinskrmü raket de bibi raket de bici fums bava te ziu u ti ti vi bi fums u Für viele waren das Unsinn, aber für Kurt Schwitters, es war sein Kunst. Aber genauso wie die Sehkunst hat es ein Gefühl provoziert. Vielleicht nicht das übliche Gefühl. Es ist fast, als ob er versuchte, ein Bild in der Fantasie des Gehörs zu schaffen. Seine bildnischere Kunst und seine Prose
sind abstrakt, aber möchte experimenten mit Formen, Farben und Sachen, das er gefunden hat. Derselbe kann über seine Kursgeschichte gesagt werden. Hier können Sie den Gebrauch von Worten und Briefen sehen, um ein abstraktes Huhn und eine Vogelseuche zu schaffen. Schwitters hat auch ein abstraktes Wort erfunden, den Begriff März 1919, um seine Kunstpraxis zu beschreiben. Er nahm den letzten Teil des Wortes Commerce und folgte es zu anderen Worten hinzu, um seine Arbeiten zu nennen. Das Wort März hat eine Definition nicht. Es bedeutet nichts. Es war auch Unsinn, aber es war sein Markenstreichen. Wenn Sie eine Collage ansehen, vielleicht fühlen Sie nichts. Da der Künstler möchte sagen, dass Ihre Kunst nichts bedeutet. Jedoch, wenn Sie näher anschauen, vielleicht können Sie Dinge unterschiedlich sehen. Schwitters möchte gefundene Objekte in seinen Stücken zu benutzen. Dieses komplette Stück sieht aus, wie er hat viele Dinge benutzt, das er nach dem Krieg gefunden hat. Diese Dinge scheint immer noch alt, sogar nachdem er sie malte. Die Artikel benutzt scheint aus als gebrochen und alt, trotz des Gebrauchs von helleren Farben. Die Künstlerin von der Dada-Ära versuchten Kunst zu erzeugen, die keine Bedeutung hatte. Aber man kann immer noch Symbolismus hier sehen. Vielleicht versuchte Schwitters zu zeigen, dass Gesellschaft die Hässlichkeit tief im Inneren nicht verbringen kann. Vielleicht Schwitters möchte seine Kunst nicht um etwas zu bedeuten und dass wir sollen es einfach ansehen. Schwitters hat Kleines Seemannsheim 1926 erstellt. Kleines Seemannsheim ist eine Collage und es ist dreidimensionale und Mischtechnik. Auf dem Bild kann man prima Farben sehen. In der Mitte gibt es Weiß, Rot und Blau Hochzeichen Quadrate. Die Quadrate sind auch in der oberen rechten in Rot und Gelb. Es gibt natürliches farbiges Holz während des Bildes. Der Hintergrund ist hellblau-grün. Ein kaputter, gerosteter und schiefer Rad ist in der Mitte dieses Bildes. Hinter dem Rad gibt es einen langen, schwarzen Holzernstreifen. Auf der linken Seite kann man einen kleinen Stein sehen. Das Holz ist ganz linear und das Metall ist mehr natürlich. Es gibt viele Schatten an diesem Bild und die fügen Interesse hinzu. In der Mitte links gibt es ein bisschen Metallarbeit. An der rechten Seite ist ein dünner roter Stück Metall. Die Collage sieht schmutzig mit dem natürlichen Metall und Holz. Die Grenze sieht alt und schmutzig und die fügt Interesse hinzu auch. Die Collage sieht aus, als ob es Dinge aus einer alten Garage gemacht würde.